Mein Name ist Peter Fuchs. Ich bin seit 36 Jahren selbstständig als Maler und Lackierermeister. Und eine unserer vielen Aufgaben ist die Fassadenreinigung vor einer Neubeschichtung. In den Putzen und in den Alternstrichen sind immer Mineralien drin, giftige Stoffe, die nicht in die Umwelt gelangen dürfen. Und deswegen habe ich mir entschlossen, eine mobile Schmutzwasserfilteranlage zu bauen. In dem Sauger ist ein Filterkorb drin für den Grobschmutz. Eine Pumpe führt es in den ersten Filter. Der hat ein Müh, also so fein filtert er aus und der hält 95% der Schwebstoffe zurück. Und die Flüssigkeit, die da ausdringt, die wird dann in den letzten, in den finalen Filter reingerückt, der mit Aktivkohle gefüllt ist. Und was hinten rauskommt, kann im Reinigungsvorgang wieder zugeführt werden. Das Positive an diesem Gerät ist, dass wir eine enorme Wassereinsparung haben als beim Freistrahlen. Und wir hier das verbrauchte Wasser wiederverwenden und dem Reinigungsvorgang zuführen. Und wir brauchen dementsprechend weniger Frischwasser. Also ich bin Handwerker, kein Ingenieur, habe mir mal Gedanken gemacht, wie man dieses Problem lösen kann und habe den Prototypen einfach entwickelt, gebaut und es funktioniert.